In diesem Video geht es um die besten Reisebetten. Der Qualitätssieger in unserem Reisebett-Test geht an das Lionello FIE. Spielen und schlafen. Viel Platz nach dem Aufstellen, 100x100x76 cm, ermöglicht das Spielen von mehreren Kindern. Abriebfester Stoff auch mit einem feuchten Tuch abwischbar, ermöglicht den Einsatz des Laufstalls zu Hause und unterwegs. Verstärkte Konstruktion, Absicherung vor unbeabsichtigtem Zusammenklappen, Räder mit Bremsen und keine scharfen Kanten garantieren Sicherheit Ihres Kindes im Laufstall. All-in-One-Set, Laufstall, Reisebett, Beistellbett und Spielmatte. Kinderbett oder Spielplatz bei Opa und Oma, sorgt für sicheren. Praktisches Zubehör. Der Laufstall Lionello FIE wird mit viel Zubehör ausgestattet. Im Lieferumfang befinden sich Transporttasche und Faltmatratze. Rundumsicht. Luftige Seitenwände aus einem Netzstoff ermöglichen ständige Aufsicht des spielenden oder schlafenden Kindes. Von außen zu öffnender Eingang verwandelt den Laufstall in einen idealen Spielplatz für Ihr Kind. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Kinderkraft-Reisebett. Das Joy-Reisebett ist für Kinder von Geburt an bis 25 Kilogramm bestimmt. Joy ist einfach zusammenzuklappen, und mit der im Set enthaltenen Tasche ist der Transport sehr leicht. Joy hat eine solide, stabile Stahlkonstruktion. Standardverriegelungen verhindern ein selbstständiges Zusammenklappen. Die Rollen sind mit praktischen Bremsen ausgestattet. Eine zusätzliche Verriegelung befindet sich am Bettboden. Das Joy Babybett entspricht der Norm OM 716. An einer der kürzeren Seiten befindet sich ein Eingang für das krabbelnde Kind, der mit einem Reißverschluss geöffnet und geschlossen wird. Die Rollen, die anstelle von Hinterbeinen angebracht sind, erleichtern das Schieben des Babybettes von einem Platz zum anderen. Drei Seiten bestehen aus einem atmungsaktiven Netz. Das Reisebett hat eine Standardgröße 126x65x76 cm, so dass es sowohl ins Schlafzimmer der Eltern als auch ins Hotelzimmer passt. Nach dem Zusammenklappen beträgt seine Größe 76x20x20 cm, dadurch passt es sogar problemlos in einen kleinen Kofferraum. Im Set sind eine Reisetasche und ein harter Bettboden, auf den eine Matratze in der Standardgröße 120x60 cm gelegt werden kann, enthalten. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Reisebett-Test ist das Haupt Dream & Play Plus. Das Babyreisebett Dream & Play Plus ist ein praktischer Begleiter auf Reisen oder im Urlaub. Mit diesem Bett sind Sie und Ihr Kind immer mobil und Ihr Liebling muss nicht auf die gewohnte Geborgenheit verzichten. Das leichte Kinderbett ist klein zusammenfaltbar und mit nur wenigen Handgriffen aufzubauen. Das gefaltete Babybett kann platzsparend in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden. Der seitliche Reißverschluss, welcher nur von außen zu öffnen ist, ermöglicht älteren Kindern selbstständig ein- und auszusteigen und garantiert tolles Spielen. In diesem Bettchen können Sie Ihr Baby beruhigt schlafen oder spielen lassen. Hier ist es sicher aufgehoben und Sie haben Ihr kleines durch die großen luftdurchlässigen Sichtfenster immer im Blick. Für noch mehr Komfort ist zusätzlich die weiche Schaumstoffmatratze Sleeper sowie das Spannbetttuch BettMe erhältlich. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.